Als erstes, ich liebe die Berge und daher war es natürlich super auf 2000 Meter, vor allem dann ab 17 Uhr, wenn man alleine oben ist in der Natur, und dann hat man tatsächlich eine Ruhe, die man sonst eigentlich irgendwo suchen muss und schwer findet. Ja. Da sind die Berge großartig. Und aber als zweites, dadurch, dass ich dann auch in den Bergen aufgewachsen bin, daher rührt vielleicht auch die Liebe zu den Bergen, aber dadurch habe ich auch ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu den Bergen. Mein Vater ist ja auch ein Skihüttenbesitzer, also bin dann auch in einer Gastro aufgewachsen und kenne das sehr gut. Und 500 Meter unterhalb der Novastober habe ich diesen Misthaufen entdeckt. Und da habe ich dann die Schneekanonen positioniert. Und das hat mir dann sehr gut gefallen, weil die Schneekanonen wieder zurück zum Ursprung kommen, also weil es ja ein ehemaliger Vierkanthof war, und auch zur Historie vom Berg, der ja auch landwirtschaftlich geprägt war. Also das sind dann die Sachen, die dann direkt vor Ort passieren, die kann man dann auch nicht planen. Und so wie das bei mir in der Kunst ist, dass die meisten Sachen so aus dem Tun oder aus dem Prozess heraus passieren, ist dann zum Beispiel das Video. Diese Idee hat sich dann erst vor Ort ergeben, bin ich dann 10-mal auf und ab gerannt, diesen steilen Hang, ist ja eine schwarze Piste, da auf und ab geschnauft, und dann haben wir eigentlich gedacht, na, da könnte ich ja da mal runterfahren mit dem Snowboard, und auch den Abriss-Ski ein bisschen kritisch reinzubringen, das hat mir dann schon sehr gut gefallen, und das sind dann die Sachen, die eigentlich dann erst vor Ort passieren und da auch die Situation vor Ort ausschlaggebend ist. Ja. Die Kanonen sind 2019 anlässlich der Ruderweltmeisterschaft entstanden, gemeinsam mit Michael Heindl. Die Ruderweltmeisterschaft war in Ottensheim an der Donau, und die haben 2001 und 2013 ein 100-jähriges Hochwasser gehabt und haben dann 2018 beschlossen, die Privathäuser und landwirtschaftlichen Höfe abzusiedeln. Diese Höfe sind dann 2013 noch einmal komplett hergerichtet worden, damit sie gut bewertet worden sind, und dann sind sie eigentlich der Vernichtung preisgegeben worden, und daraus haben wir dieses Projekt kreiert und haben dann sozusagen diesen Vierkanthof in Metamorphose geschickt und ein neues Symbol daraus kreiert, und das sind dann die Schneekanonen geworden, die ja eben die ganze Thematik dann auch in sich tragen. Also, sprich, die Wasserthematik, auch die Umwelt und die Ressourcenverschleuderung, dieses Leistungsprinzip. Und auch die Schneekanonen sind so eine Infrastruktur vom Leistungssport, die immer und überall und zu jeder Zeit, und unter diesem Leistungsdiktat leidet der ganze Planet. Ne?